Otto Titzbuch am besten für seine Tafelanschriften nützt. Ganz genau genommen die Notizen in einem Kanal. Zum Beispiel in diesem Kanal 1 findet sich hier der Abschnitt Notizen und in jedem anderen Kanal genauso. Das ist für die gemeinsame Zusammenarbeit gedacht. Das heißt, jeder Schüler könnte hier seine Notizen ablegen. Deshalb ist der erste Schritt, dass ich das für die Schüler zur gemeinsamen Zusammenarbeit. Ich gehe auf den Kanal Allgemein, Klassennotizen und diesen Doppelpfeil, um die Ansicht zu vergrößern. Und hier habe ich schon die ganzen Registerkarten im Klassennotizbuch, Dateistart, Einfügen, Zeichnen, Ansicht, Hilfe. Und ich brauche jetzt das Kursnotizbuch. Und hier habe ich den Punkt Kursnotizbücher verwalten. Mit einem Klick darauf gelange ich in die Ebene, wo ich verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Das, was ich brauche, ist das erste hier, Standardspeicherort für die Notizen in den Kanälen. Und zwar kann ich hier festlegen, kein Bereich für Zusammenarbeit sein soll, dass diese Anschriften sofort in die Inhaltsbibliothek abgelegt werden und dort auch gespeichert werden. Übrigens kann ich hier auch die Bereiche für die Studenten- bzw. Schülernotizbücher ändern bzw. könnte hier ganz schnell neue Abschnitte hinzufügen. Das ist also hier die wichtigste Einstellung. Und ich gehe auf Schließen. Jetzt gelange ich wieder in Klassennotizbuch zurück, gehe wieder auf den Doppelpfeil, um die Kanäle einzublenden und gehe gleich in den ersten Kanal, Thema X. Und hier starte ich die Notizen. Ich befinde mich also und klicke hier auf Notizen. Wenn ich das zum ersten Mal mache, kommt dieser Hinweis, hier hinzugefügte Inhalte befinden sich im Beleg Ihres Klassennotizbuchs. Schüler wollen und können aber nicht und nichts ändern. Ich an. Ich befinde mich also jetzt in Kanal 1 und bei Notizen. Für die Schüler ist das recht fein, weil alle Tafelanschriften zu diesem Thema genau in diesem Kanal sozusagen unter Notizen einsehbar sind. Der erste Hinweis, dieser Abschnitt ist leer, klicken Sie hier. Oder drücken Sie die Eingabetaste, um eine neue Seite zu erstellen. Das mache ich. Ich klicke einmal rein. Und diese Ansicht kennen wir ja schon. Wenn ich hier die Navigation einblende, sehe ich, ich bin in diesem Kanal 1 und kann hier meine erste Tafelanschrift beginnen. Ich mache das immer so, indem ich zuerst das Datum eingebe und dann die Überschrift des Themas. Wenn ich mich jetzt in der Klasse direkt befinde, vor meinem Active Board, klicke ich hier auf Registerkarte erweitern, auf den Doppelpfeil, da habe ich eine größere Ansicht. Und jetzt kann ich wieder auf Zeichnen gehen und auf die Stifte und hier meine Tafelanschrift machen, wie ich es auch gewohnt bin. Ich kann also hier ganz normal schreiben. Wenn ich wieder mit der Tastatur was eingeben will, bitte immer hierher klicken. Und dann kann ich auch schon mit der Tastatur was schreiben. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten der Eingabe. Ich kann zum Beispiel Bilder einfügen oder Links einfügen. Das zeige ich dir aber in einem nächsten Video. Um an einem nächsten Tag hier weiterzumachen mit einem neuen Tafelbild, klicke ich wieder hierher und da unten auf Seite hinzufügen. Ich sage jetzt zum Beispiel, es ist das 16.2. und beginne mit einem neuen Thema mit der Überschrift 2. Ich klicke hier wieder auf den Doppelpfeil, dann sehe ich wieder meine ganzen Kanäle und ich will jetzt noch die Verortung im allgemeinen Klassennotizbuch zeigen. Dafür klicke ich wieder in den Kanal Allgemein. Dann hier wieder auf Klassennotizbuch und Navigation einblenden. Wenn ich jetzt auf die Inhaltsbibliotheksabschnittsgruppe klicke, sehe ich schon, hier ist mein erstes Thema schon verortet. Hier ist es auch gespeichert. Meine Sachen, die ich im Kanal unter Notizen geschrieben habe, sind hier also gespeichert. Daraus ergibt sich natürlich die Möglichkeit, dass ich ein Tafelbild oder mehrere Tafelbilder schon zu Hause vorbereite. Das habe ich hier mal gemacht, und zwar im Abschnitt nur für Lehrer, habe ich im
im Abschnitt 01 Thema X schon das erste Tafelbild vorbereitet. Könnt ihr auch hier weitere vorbereiten. Die Schüler würden das noch nicht sehen. Vor dem Unterricht kann ich dieses Tafelbild einfach hier hinein verschieben. Am besten mit Rechtsklick und Verschieben kopieren wählen. Und dann kann ich mir aussuchen, Inhaltsbibliothek, es soll hierher verschoben werden, nicht kopiert werden, nicht verschoben. Wenn ich es verschiebe, ist es ja im Abschnitt nur für Lehrer weg, also kopiere ich das. Es ist hier immer noch verortet. Ich gehe in die Inhaltsbibliothek auf dieses Thema und hier sehe ich schon, mein Tafelbild ist jetzt sichtbar und auch in diesem Kanal sichtbar. Das zeige ich euch jetzt. Ich gehe in den Kanal Thema X und klicke auf Notizen. Hier ist mein erstes Tafelbild. Ich klicke auf die Navigation und hier sehe ich schon Tafelbild 1. Und das ist für die Schüler eigentlich sehr fein. Sie müssen einfach immer nur Kanal und Notizen und hier die Navigation einblenden und schon sehen sie alle Tafelanschriften. Vor allem ist es fein, wenn ein Schüler mehrere Tage krank ist, kann er hier immer nachsehen, was in der Schule gemacht wurde.